da ist schon ein Bild. Wir gehen jetzt Anna besuchen. Aber auf ganz spezielle Art und Weise, denn Anna hat heute ihre Show und wir wollen uns die heute jetzt mal angucken. Woher wussten Sie, dass sie kommt? Da ist ja schon ihre Hand unter Sand. Könnte man doch fast denken, ne? Könnte man auf jeden Fall denken, das stimmt. Und du als ihr Mann, bist du aufgeregt? Nein, weil sie meistert es. Ich bin aber allein und ich muss dir alle produzieren. Bitte die zwei Plätze. Ich kann dir ein Foto schicken. Bitte zu dir. Deck 3. Schon wieder zu Ende. Aber es war sehr, sehr schön und ich habe mich total gefreut, endlich mal eine Show von ihr gesehen zu haben. Ja, das wurde auch mal Zeit für uns. Aber wir sehen sogar noch eine Show. Wir durften leider nicht filmen, aber wir haben ein paar Fotos gemacht. Immerhin. Wir hoffen, die Bilder haben jetzt ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Guckt einfach mal auf Annas YouTube-Kanal vorbei, Anna Tellwog, oder googelt mal Anna Kehnen, da findet ihr einiges. Und vielleicht engagiert ihr dann ja Anna bei eurem nächsten Event, Hochzeit, Geburtstag oder sonst was. Und dann schaut euch das in echt an. Da war eine Show, eine Frau nach der Show und dann hat sie da zu den Angestellten gesagt, ganz, ganz große Klasse, sowas Tolles habe ich noch nie gesehen. Du hast immer noch Lippenstift. Du hast kein Küsschen. Ich sag nichts. Das ist Lippenstift vom Kanal. Da, guck. Nee, das. Robert, wie hieß der nochmal? Der Tee? Den ich schon hatte? Ah, Tee, meinst du? Früchte, ne? Oh, das ist vielleicht ein bisschen. Du hast trinken, Henry? Gesicht da. Nee, da ist kein Zucker da. Nee, wo unten ist es? Bei den Linsen. Mal ein kleiner Standort. Ja, wir haben jetzt mal den Tisch gewechselt, nachdem Henry sich überlegt hat, er kippt einfach mal seinen Becher Wasser über den ganzen Tisch. Und es ist natürlich nicht nur zu uns gekommen, sondern auch zu Anna und Alex rüber. Und weil das so eine Sauerei war, weil dann lag da noch Couscous und Fisch und alles mit drauf, haben wir jetzt einfach mal den Tisch gewechselt, damit er in Ruhe sauber gemacht werden kann. Und Henry, wie man sehen kann, er macht gleich weiter. Das Schnapsi-Taxi ist unterwegs. Schnapsi-Taxi? Da ist er wieder. Schnapsi. Schnapsi-Taxi? Schnapsi-Taxi. Hallo. Hallo. Dankeschön. Sehr gerne. To the afterglow. Oh, I'm all done. To the afterglow. Thank you very much. It's afterglow. Hier kann man sich Lieder wünschen, finde ich ja super. Ja Leute, wir liegen schon im Bett. Ich lese noch meine Abendlektüre. Das war ja heute wieder ein aufregender Tag. Also ich würde sagen, die Show von Anna war ein voller Erfolg. Ganz toll. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Show. Es war so ein bisschen vorgegeben von meinem Schiff. Sie hat dann immer noch so Ideen gehabt, wie sie was anders machen könnte und so. Aber ja, ich sag mal, alles in allem war es wirklich eine tolle Show. Morgen legen wir in Civitavecchia an. Die beiden fahren nach Rom
machen einen Tagesausflug nach Rom. Wenn man noch nicht da war, sollte man das auf jeden Fall tun. Wir haben das ja damals mit der Aida Prima schon gemacht. Guckt euch das gerne an. Auf unserem Kanal findet ihr eine ganze Playlist, wo wir mit der Aida Prima unterwegs waren. Eine ganz ähnliche Route wie jetzt. Wir bleiben morgen auf dem Schiff, machen unseren gemütlichen... Ein Henry-Tag. Ich habe uns ganz viele Programmpunkte für Henry gebucht. Ganz viel Familienzeit. Ja. Ja, aber jetzt hast du es erstmal Augen zu, Licht aus und gute Nacht. Das Video ist auch genug, lange genug. Ist jetzt zu Ende. Und dann gibt es morgen wieder ein neues Video. Also, gute Nacht, guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade guckt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.